BYD hat Tesla beim Absatz überholt und ist jetzt Elektroauto-Weltmarktführer. Das stimmt zwar nicht so ganz, es zeigt aber schon, dass sich da was tut. Und die chinesischen Autoaktien und vor allem auch die Elektroautoaktien, die ziehen jetzt auch wieder an, trotz des sehr schwierigen Marktumfelds. Und wir gehen hier von diesen Aktien, für die sich viele interessieren, dreimal kurz durch: BYD, NIO und Geely. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich habe hier neulich berichtet über Baidu und über die zentrale Rolle, die Baidu spielt beim autonomen Fahren in China. Elektroautos und autonomes Fahren, das geht ja Hand in Hand beim Auto der Zukunft. Und die Tesla-Aktie zum Beispiel, die ist ja auch nicht nur darum hoch bewertet, weil Tesla jetzt Elektroautos baut, sondern auch, weil man glaubt, Tesla hat beim autonomen Fahren einen Vorsprung vor den anderen. Jedenfalls, Baidu hat zusammen mit dem Geely-Konzern auch eine neue Automarke gegründet, Jidu Auto. Und die haben jetzt inzwischen ihren Prototypen vorgestellt und das muss schon einigermaßen spektakulär gewesen sein. Der Robo 01, komplett abgefahrenes, futuristisches Auto. Natürlich autonomes Fahren auf Level 4 von Anfang an. Natürlich ein riesen Bildschirm vorn zur Unterhaltung von Fahrer und Beifahrer. Sprachassistenz, Spracherkennung, Lippenerkennung, Emotionserkennung beim Fahrer und Lautsprecher nach außen. Wahrscheinlich damit das Sprachassistenzsystem dann auch die dummen Fußgänger und Radfahrer zusammenscheißen kann. Also jede Menge, würde ich sagen, abgefahrenes Zeug auch. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel des Guten. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich gern in einem Auto fahren würde, das versucht, meinen emotionalen Zustand zu erfassen oder dann am Ende sogar selber noch einen auf emotional macht. Und auch zum Beispiel kein Hebel mehr für einen Blinker, das macht jetzt alles das Auto ja selbst. Und auch kein Türgriff mehr. Also wenn man sich reinsetzen will und fahren will, das geht nur noch über Spracherkennung oder eben gar nicht. Hat natürlich auch Vorteile, das Ganze. Papa, kann ich heute Abend mal das Auto haben? Ja klar, viel Erfolg. Aber so oder so, also sicher alles nicht jedermanns Sache, aber es gibt in China natürlich genug junge, gut verdienende Technikfreaks, bei denen das alles wahrscheinlich sehr gut ankommt. Die Chinesen sind da ja auf eine ganz erschreckende Weise aufgeschlossen, siehe auch der Cyberdog von Xiaomi. Und auch der europäische Autofahrer muss aufgeschlossen sein in Zukunft. Die EU-Umweltminister haben jetzt erst nochmal bestätigt, dass es ab 2035 in der EU faktisch keine neuen Autos mehr geben wird mit Verbrennungsmotor. Also schon in 12,5 Jahren. Und solche Beschlüsse, die fallen ja vermeintlich leicht im Moment, weil man das Gefühl hat, es gibt sowieso kein Öl mehr. Aber ich bin schon mal sehr gespannt, ob es wirklich so kommt, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, für die komplette Elektrifizierung des Autoverkehrs in der gesamten EU, dafür steht im Moment so gut wie gar nichts da. Aber man sieht natürlich schon, wie schnell es auch gehen kann. Vor ein paar Jahren, da waren Elektroautos noch sehr selten und waren umstritten und auch dubios. Und jetzt läuft aber schon so gut wie alles raus aufs Elektroautos, weil die Benziner und die Diesel, die sind ja per Dekret abgeschafft. Das kann uns als Anleger nicht egal sein und der Sektor steht jetzt eben auch mehr denn je im Blickpunkt, vor allem auch wieder die Aktien der chinesischen Elektroautobauer. Noch ist China mit Abstand der größte Elektroautomarkt der Welt und die Aktien von diesen Unternehmen, die sind in den letzten Monaten eben auch zum Teil wieder deutlich gestiegen, was ja jetzt nicht selbstverständlich ist, dass in dem Marktumfeld, das wir ja gerade haben, dass da überhaupt noch irgendwas steigt.
Und ein kurzer Einschub noch. Ich habe im letzten Video ja berichtet über die meiner Meinung nach kritische Situation an den internationalen Immobilienmärkten. Ich habe auch den Vergleich gezogen dann zu den Immobilienmärkten in China, wo die große Immobilienkrise ja schon da ist seit letztem Herbst. Und ich habe aber auch erwähnt natürlich, dass viele chinesische Immobilienaktien jetzt schon am Boden liegen. Und wenn Sie das näher interessiert, gibt dazu jetzt dann von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es darum, wo stehen wir jetzt in dieser Krise, was sind die Gegenmaßnahmen der Regierung, sind die erfolgreich, stabilisiert sich das Ganze jetzt und dann natürlich auch noch ein oder zwei Immobilienaktien, die vielleicht gerade interessant sind. Und die Reports von uns sind auch gratis, die kann jeder lesen, Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also eben, wie läuft es am chinesischen Immobilienmarkt? Der ist ja auch wichtig für die chinesische Wirtschaft insgesamt, ist aber auch wichtig zum Beispiel für den globalen Rohstoffsektor. Auch da sollte man Bescheid wissen über den chinesischen Immobilienmarkt. Aber wie gesagt, Elektroautoaktien sind auch wieder gefragt, allen voran BYD, hier der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Es gibt wenige China-Aktien, die sich die letzten Jahre so gut entwickelt haben, speziell wenn wir die letzten Monate nehmen, dann gibt es wahrscheinlich auch weltweit nur ganz wenige Aktien, die sich so gut entwickelt haben. Die Aktie schwankt inzwischen stark, also zum Beispiel im März sieht man hier auch, da hat es nochmal einen harten Rücksetzer gegeben, nachdem eben der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Und von dem Tief, da hat sich die BYD-Aktie aber inzwischen wieder verdoppelt in 3 Monaten und war dann letzte Woche eben auch auf einem neuen Allzeithoch. Und Sie haben es vielleicht gehört, BYD hat bei den Elektroautos jetzt Tesla überholt, hat 641.000 Elektroautos verkauft im ersten Halbjahr, ist damit jetzt Weltmarktführer. So stand es zumindest in der Presse. Das stimmt nicht ganz oder stimmt nur nach der chinesischen Definition eigentlich, weil BYD hat im Grunde 641.000 New Electric Vehicles verkauft, also elektrische Fahrzeuge im weitesten Sinne. Dazu gehören in China aber auch Plug-in-Hybride, also Batterien plus Verbrennungsmotor, und das war ungefähr die Hälfte von diesen Fahrzeugen. Tesla hat nur reine Elektroautos, davon haben sie 565.000 verkauft, also immer noch 75% da mehr als BYD. Es ist also eine Definitionsfrage. Es ist aber auch nicht so wahnsinnig wichtig. Das Entscheidende ist, BYD expandiert wirklich wie verrückt. Die haben auch ihre Kapazitäten stark ausgebaut. Und der Absatz von reinen Elektroautos ist da zum Vorjahr um 246% nach oben geschossen und der von Plug-in-Hybriden sogar um 454%. Also schon spektakulär. Was noch dazu kommt, ist, dass BYD auch die Batterieproduktion immer mehr ausweitet und da auch laut SNE Research inzwischen auch der weltweit zweitgrößte Anbieter ist nach Contemporary Amperex, die auch aus China sind. Also nur Erfolge da zurzeit auf breiter Front. Und ich habe schon viele Videos gemacht zu BYD und ich habe da auch immer ganz gern genörgelt über die Aktie. Nicht, weil ich glaube, dass es ein schlechtes Unternehmen ist, sondern eben wegen der hohen Bewertung. Und die BYD-Fans, die haben dann aber natürlich immer wieder widersprochen da, haben auch eben hingewiesen auf das Potenzial, das BYD noch hat mit den Stromspeichern, mit den Bussen und Lastwagen inzwischen auch, mit der ganzen Produktpalette eben auch. Und wenn man sich die Kursschwankungen da anschaut, dann haben natürlich beide Seiten da immer wieder mal recht gehabt, aber im Moment kann man schon ganz klar sagen, die Fans von BYD, die sind oben auf, die Aktie ist wirklich toll gelaufen. Und das Entscheidende dafür war die Modellpolitik. Da haben sie wirklich das absolut richtige Händchen gehabt. Hier haben wir zum Beispiel den Song, das ist zurzeit das meistverkaufte Modell. Ein kompakter SUV, wenn man so will. Und das hier ist der Seal, der ist auch gerade auf den Markt gekommen. Das ist mehr oder weniger die Antwort auf das Model 3 von Tesla.
Und der hat auch schon wieder sehr, sehr viele Vorbestellungen und hat verschiedene Versionen. In der größten Version bis zu 380 Kilowatt Leistung, eine Reichweite von angeblich 700 Kilometern. Und der chinesische Automarkt ist wirklich hart umkämpft. Aber BYD hat es wirklich geschafft, dass sie gute Autos anbieten zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auch und dass die chinesischen Kunden das eben inzwischen auch so sehen und sich um die Autos reißen. Und ich habe BYD in dem Punkt zwar immer auch positiv gesehen, aber dass sie mal so viele Autos verkaufen wie heute, das hätte ich vor ein paar Jahren, muss ich zugeben, nicht gedacht. Das Bewertungsthema, das haben wir aber natürlich trotzdem noch. Der Börsenwert liegt jetzt fast bei 130 Milliarden Euro, also fast doppelt so hoch wie der von Volkswagen, immerhin der zweitgrößte Autohersteller der Welt. Das KGV ist bei über 110, weil die Aktie jetzt eben auch wieder stark gestiegen ist. Und damit haben wir eben jetzt auch wieder das Problem, dass BYD eben nicht in die hohe Bewertung von früher reingewachsen ist, sondern dass sie weiter einer immer höheren Bewertung eben auch hinterherlaufen. Und das kann sehr gut gehen, wenn die Begeisterung für BYD am Markt eben hoch bleibt und wenn BYD eben auch in der Erfolgsspur bleibt. Aber bei Enttäuschungen kann es natürlich dann auch immer wieder mal eng werden. BYD ist ein sehr gutes Unternehmen. Jetzt zu kaufen ist vielleicht nicht mehr ganz der optimale Zeitpunkt. Also wer noch nicht investiert ist, wartet da vielleicht lieber noch auf den nächsten Rücksetzer. NIO, die nächste Aktie, ein junger chinesischer Elektroautobauer, und gegen die Aktie habe ich noch viel mehr gekeilt in meinen Videos. Ich habe sie immerhin aber ausführlich vorgestellt, schon 2019. Ich habe die Strategie vorgestellt, die Verkaufsstrategie zum Beispiel auch, die NIO Houses, dass man da eben keine klassischen Autohäuser hat, sondern eher so eine Art schicke Clubhäuser in den ganz guten Innenstadtlagen, die dann eben auch so ein Lebensgefühl verkaufen sollen und die Wertigkeit von den Autos vermitteln sollen. Und ich habe auch berichtet über die Batteriewechselstationen, wo die Akkus ausgetauscht werden können innerhalb von 5 Minuten, womit man den Kunden dann eben auch die Reichweitenangst nehmen will. Da haben die massiv Geld reingebuttert und es gibt da inzwischen 1000 von Dieselwechselstationen in China und sie führen jeden Tag auch 30.000 von diesen Batteriewechseln durch. Das System wird also inzwischen angenommen von den Kunden. Es ist jetzt aber auch so, dass auch die anderen chinesischen Autokonzerne jetzt langsam solche Systeme hochziehen. Das hier ist der Chart seit dem Börsengang. Das sind die US-ADRs, weil wir da eine längere Historie haben. Sie haben inzwischen auch ein Zweitlisting in Hongkong. Die Aktie ist unglaublich gehypt worden am Anfang, ist dann aber, so wie ich befürchtet habe, dann doch in sich zusammengefallen und hat dann von ihrem Hoch Anfang 2021 in der Spitze fast 80% verloren. Aber was will man sagen? Es war ein Kleinserienautobauer, er war hochdefizitär mit mehr Verlust als Umsatz pro Auto und er hat fast im Wochentakt Kapitalerhöhungen durchgeführt. Nur seit ein paar Wochen erholt sich auch NIO wieder, liegt zum Teil daran, dass chinesische Aktien an sich ja zurzeit steigen gegen den internationalen Trend. Man merkt aber auch, wie sich das Sentiment konkret für die Aktie auch wieder aufbessert. Die Aktie hat auch viele, viele Fans wieder, auch bei den Analysten haben wir jetzt teilweise auch wieder sehr hohe Kursziele, muss man sagen. Und der Umsatz hat sich letztes Jahr mehr als verdoppelt, ist im ersten Quartal dann auch nochmal um 25% gestiegen und dann sind ja die Lockdowns gekommen in China. Und jetzt im Juni aber auch wieder ein erstaunlich hohes Absatzwachstum von 60% zum Vorjahr auf 12.960 Autos. Ist jetzt immer noch nicht wahnsinnig viel, rechtfertigt jetzt eigentlich auch keinen Börsenwert von 35 Milliarden Euro und NIO ist auch immer noch defizitär, also mit einem Verlust von 207 Millionen Dollar im ersten Halbjahr. Aber trotzdem
Inzwischen würde ich sagen, NIO ist auf jeden Fall mal über den Berg und sie haben sich inzwischen auch etabliert als Marke und als Anbieter im Premium-Segment. Insofern, die Aktie ist immer noch spekulativ, aber das Chance-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu vor 2 Jahren, das hat sich schon deutlich verbessert inzwischen. Ich habe damals von der Aktie abgeraten. Inzwischen würde ich sagen, ist immer noch eine heiße Kiste natürlich, aber wenn man spekulativer Anleger ist, dann kann man da vielleicht ein bisschen was riskieren inzwischen. Erhöhtes Risiko natürlich, aber jetzt auch nicht mehr ohne Chancen. Und dann noch Chili, ein großer etablierter Massenhersteller in China und ein Konzern, in den viele Anleger, auch Anleger hier bei uns, große Hoffnungen ja gesetzt haben. Ein Konzern, der auch Schlagzeilen gemacht hat mit der Übernahme von Volvo, mit dem Einstieg bei Daimler. Aber wobei, was ich hier ja schon öfter auch betont habe, die Aktionäre von der börsennotierten Gesellschaft von Geely Automobile, die sind daran nicht beteiligt, nicht an Volvo und auch nicht am Daimler-Anteil. Das gehört alles der Konzernmutter. Und naja, es läuft schon okay bei Geely, auch bei den Elektroautos. Es ist aber nicht das, was sich viele erhofft haben. Und das zeigt sich auch im Aktienkurs hier in Hongkong die letzten 5 Jahre. Starke Ausschläge, je nach Automarktlage auch, aber unterm Strich eher eine Seitwärtsbewegung, die sich da so hinschleppt. Man kann aber wenigstens sagen, wir sind zurzeit noch im unteren Bereich von dieser langjährigen Kursspanne und die Aktie hat sich im zweiten Quartal jetzt auch wieder ganz gut erholt. Chili hätte sein können und sein sollen, so wie BYD. Und das waren sie dann aber leider nicht. Die Modelle laufen auch alle okay, sie haben jetzt aber nicht den Markt aufgerollt, so wie erhofft. Und Chili hat sich eben auch ein bisschen verzettelt mit diesen ganzen Schwesterkonzernen und den Übernahmen und den neuen Marken. Linko, C-Car, Proton in Malaysia, der Polestar von Volvo. Das war schon alles ein bisschen viel auf einmal. Und es fehlt bis jetzt aber immer noch der große Durchbruch und die Aktie ist für den Massenhersteller auch nicht billig. Das KGV ist ungefähr bei 20. Sie wird zwar schon länger mit einem hohen Aufschlag gehandelt zum übrigen Sektor, aber normalerweise sind eben die KGVs von Autokonzernen eher so zwischen 5 und 10 und darum ist die Geely-Aktie für mich jetzt vielleicht schon okay. Aber sie reißt einen jetzt auch nicht so richtig vom Hocker. Es bräuchte da schon noch ein paar Fortschritte jetzt an der einen oder anderen Front. Ansonsten würde ich sagen, sind andere Autoaktien aus China eigentlich interessanter im Moment. Und wie gesagt, es gibt Jidu. Jidu Auto, das Venture mit Baidu und dem Robo 01. Baidu hält da 55% der Anteile, Geely 45%. Aber auch da sind sie als Geely-Aktionär nicht mit beteiligt. Sie sind aber daran beteiligt als Baidu-Aktionär. Und ich habe mich letztes Mal ja schon sehr positiv geäußert, auch zur Baidu-Aktie. Und die ist seitdem auch gestiegen. Es bleibt aber für mich nach wie vor eine interessante Aktie, wo ich auch jetzt immer noch sagen würde, zumindest wenn es da noch mal einen Rücksetzer gibt, kaufen. Ist jetzt aber nur meine Privatmeinung. Jidu Auto ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend für Baidu, aber es ist natürlich trotzdem eine spannende Sache. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über diesen Robo 01, dann empfehle ich Ihnen einen sehr humorvollen Artikel, den es gibt auf Be in Crypto, witzigerweise von Nicole Buckler. Sie kriegen von mir hier auch den Link, inklusive der Verschwörungstheorie, dass die chinesische Regierung beim Robo 01 auch die Steuerung einfach übernehmen kann und dann bei Bedarf den Fahrzeughalter einfach direkt ins Gefängnis fährt. Uns tut sich sowieso einiges, seit autonom fahrende Autos wirklich rumfahren, ja auch auf unseren Straßen. Also in San Francisco, da haben sich Robotaxis von der Firma Cruise, das ist eine Tochter von General Motors, die haben sich einfach mal so alle an einer bestimmten Straßenecke getroffen und damit stundenlang auch den Verkehr blockiert. Ich glaube, das hat einen ganz harmlosen Hintergrund. Die Autos wollten einfach mal wieder miteinander quatschen, weil jetzt gibt es ja auch keine Kontaktbeschränkungen mehr.
Und im April ist außerdem auch schon so ein Cruise-Taxi von der Polizei weggefahren, die das Auto kontrollieren wollte. Und bei Cruise hat man dann gesagt, naja, das Auto wollte doch eigentlich nur an der besseren Stelle dann parken. Das würde ich natürlich auch sagen, wenn ich gerade von der Polizei abgehauen bin. Alles herzerfrischende Geschichten aus dem autonomen Fahrensektor und es tut sich da einiges. Wir bleiben natürlich dran und auch auf der Höhe der Zeit bleiben Sie auch dran, vielleicht ja auch als Abonnent dieses Kanals. Dabei auch die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos da sind und ob da was dabei ist, das Sie auch interessiert und Sie unterstützen mich damit natürlich auch und meine Arbeit. Und denken Sie ansonsten auch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports noch, dass Sie sich dafür eintragen. Der nächste ist der zum chinesischen Immobiliensektor auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.